zwei, von denen Benson gesprochen hat. Also so hat die Falle funktioniert. Okay. Öde, öde, öde. Öde, 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 öde. Öde, mir ist langweilig. Sei still, ich verarbeite gerade Daten. Daten? Na und, mir ist sterbenslangweilig. Warum überholst du nicht die Systeme oder sowas? Ach, das ist doch öde. Ich könnte mich ja abschalten oder so. Kannst du nicht, du bist im Dienst. Weiß doch keiner. Wenn du das tust, dann erschieße ich dich. Oh, vielen Dank auch. Den ist also langweilig. Wären Wolken doch Verräter. Bitte? Wären Wolken Verräter, hätte ich nie Langeweile. Fühlst du dich nicht gut? Oder Sand. Wenn Sand plötzlich vogelfrei wäre, bang, pow, splatter. Wenn Droiden einen Sonnenstich kriegen könnten, dann würde ich sagen, leg dich hin und pack dir ein Tuch über das Sichtmodul. Aber gut wär's doch, oder? Hör auf damit, ja? Ist das öde. Die Wolke da. Sieht doch wie ein Rebell aus, nicht? Doch, tut sie. Du musst nach solchen Wolken Ausschau halten. Dreh ihnen den Rücken zu und... Sie regnen dich voll, hä? Oh, lass doch mal deine Fantasie spielen, ja? Dafür habe ich keine Software. Dann stöpsel um. Ich habe mir sogar den Gnadenchip entfernt. Allein. Oh, los, Sam, schalte dir einfach aus. Ich sehe was, was du nicht siehst. Jetzt hör aber auf. Ach komm, nur ein Spiel. Ich sehe das, was du nicht siehst, und das ist gelb. Gibst du auf? Ich gebe dir einen Tipp. Nicht Sonne. Du bist nicht sehr gut darin, nicht? Ich versuche, Befehle zu befolgen. Wir sollen die Tür bewachen, okay? Es war Sand. Was war Sand? Das Gelbe. Schau, warum machst du nicht einen Rundgang oder so? Hey, kein schlechter Vorschlag. Vielleicht finde ich auf der Runde irgendwas zum Töten. Ja, vielleicht. Das war ziemlich knapp. Ja, das war ziemlich knapp.
So. Was hat's denn hier? Ach nein, Selbstmord gehört nicht zu meinen Hobbys. Was können wir denn jetzt machen? Okay, er fährt also dann immer wieder hier rum. Ne, da waren wir ja gerade. Aber hier hat's aber auch nichts, was wir irgendwie machen könnten. Ach nein, Selbstmord gehört nicht zu meinen Hobbys. Ist hier vielleicht irgendwo was, wo man... Okay, er macht also regelmäßigen Abständen in Rundgang. Vielleicht können wir, wenn der weg ist, da rumlaufen. Ach nein, Selbstmord gehört nicht zu meinen Hobbys. Aber sonst hat's ja hier nichts. Vielleicht dahinter gehen? Nee, das ist... Irgendwas haut hier nicht hin. Grüße, Genosse. Hier hat's aber auch nichts, wo man irgendwas ranstellen könnte oder sowas. Sam? Ja, Sir? Was schlägst du vor? Sie wollen es gar nicht hören, Sir. Dennoch, sag's mir trotzdem. Sir, in Ermangelung eines von Ihrem organischen Hirn erdachten Planes listet mein Taktikprogramm folgende verfügbaren Optionen auf, die größtmöglichen Erfolg bei minimalen Verlusten versprechen. Na? Das war's, Sir. Es gibt keine. Es hängt also von meinem organischen Hirn ab, ja? Die Lage ist in der Tat desolat, Sir. Jetzt läuft er schon wieder rum. Ah. Aber wir können auch nirgendwo hin. Seht ihr nicht irgendwo was? Ihr hat's nichts. Nee. Kann man das nicht überspringen? Was könnten wir jetzt machen? Aber reingehen können wir doch nicht. Vielleicht doch irgendwo rumlaufen? Ach nein, Selbstmord gehört nicht zu meinen Hobbys. Und da lang kann er ja auch nicht. Und sonst ist hier nichts, wo man auch irgendwie was... Ach nein, Selbstmord gehört nicht zu meinen Hobbys. Ich habe gerade keinerlei Idee.
Grüße, Genosse. Was haben wir denn noch Schönes hier? Metallstange, Speer. Wir haben hier nichts, was wir gebrauchen könnten. Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt halte ich die Idee für total bescheuert. Ja, aber sonst hat's doch hier nichts, wo man irgendwas machen könnte. Oder bin ich... Gab's da nicht Grüße, irgendwie so eine, wo man Hilfe bekommt? Info, hier. Ich habe keine Idee, was wir jetzt machen könnten. Wir können nur mit Sam raus. Mit Sam könnten wir irgendwas machen. Aber sonst hat es hier nichts. Das ist Sam. Hat es nichts. Gut, dann mach ich mal eine kleine Aufnahmepause. Das müssen wir irgendwie rauskriegen. Sehen uns gleich wieder. Hallo und willkommen wieder zurück zum Let's Play von Floyd. Ja, ich habe mich mal erkundigt. Sam, du bleibst hier und passt genau, auf, okay? Genau, er macht's mir schon. Verstanden, Sir. Man muss von den Sam müssen wir außen rum gehen. Und dann haben wir hier auch endlich diese Pfosten, die ich gesucht habe. Da können wir jetzt zum Beispiel die Dosen aufstellen. Grüße, Genosse. Das werden wir natürlich auch gleich mal tun. Dosen nehmen. Dosen nehmen, draufstellen. So. Und jetzt können wir die jeweils... Grüße, Genosse. 5 Dosen hier einmal draufstellen. Hier nochmal. Grüße, Genosse. Dann... Hier nochmal. Da fehlen noch 2, so wie ich das gerade sehe. Ja, wahrscheinlich werde ich bei dieser Grüße, Aufnahme schon das Genosse. Let's Play zu Ende bekommen. Ich hoffe es natürlich. Also das Let's Play wird nicht mehr lange gehen, Floyd. Aber wir werden das natürlich jetzt noch so schnell, oder was heißt, so ordentlich wie möglich zu Ende bringen. Und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das Let's Play. Grüße, Genosse. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß oder hat es Spaß gemacht oder ja, wie auch immer. Ja, aber so weit sind wir noch nicht. Wir tun, wie gesagt, hier gemütlich diese Dosen ausstellen. Und gehen einfach wieder mal zurück. Vor allem die ganze Zeit läuft der hin und her, der Roboter, oder fährt hin und her. Und jetzt, wo wir hier die ganze Zeit die Dosen aufgestellt haben, macht er auf einmal keine Patrouille. Naja. Dann aber wahrscheinlich jetzt. Dann wahrscheinlich jetzt. Dann wahrscheinlich jetzt. Ach nein. Selbstmord gehört nicht zu meinen Hobbys. Müssen wir uns erst mal selber wieder abmelden? Nee. Er macht's schon. So, jetzt müssen wir uns schnell beeilen. Grüße, Genosse. Und zwar müssen wir den Schraubenzieher nehmen. Jetzt steht er nämlich mit dem Rücken zu uns. Und können schnell... ihn außer Gefecht setzen. Laut sensorischer... Jawohl. So, den Rest habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Wir bauen hier... Den Roboter mit eigener Personality-Karte aktivieren? Ich bin ja vielleicht nicht der Hellste, aber sogar ich weiß, dass das Selbstmord ist. Na gut, dann guck ihn an.
Genau das wollen wir. Den grünen Chip aus. Und den blauen Chip. So. Das war's schon gewesen. Es sind zwei 13er, die hier Wache stehen, richtig? Jawohl, Sir. Und wir müssen... Ihre unvergleichlich rasche Auffassungsgabe macht mich staunen, Sir. Und das ist unmöglich, richtig? Die Chancen, dass wir es schaffen, stehen 4.292.309 zu 1 gegen uns, Sir. Interessanterweise erhöht sich die Wahrscheinlichkeit jedoch beträchtlich, wenn ich alleine gehen würde. Du meinst, ich bin ein Klotz am Bein? Jawohl, Sir. Dann sprich es doch gleich aus. Ah, wir sind mal wieder einfach nur wertlos. Naja. Das ist Sam. Ja, dann tu mal den hinten mal aufschrauben. Grüße, Genosse. Hier haben wir diese Schaltkarten oder Dinger da. Womit wir jetzt versuchen, den Roboter, der uns ja böse irgendwie erscheint, Sam hineinzufügen. Also wie man es so erklären könnte. Wenn Sie vorhaben, was ich befürchte, dann muss ich Sie warnen. Basteleien im Inneren eines Droiden der 13er Reihe können ungeahnte und gleichermaßen unattraktive Auswirkungen haben. Oh oh. Sir, ich bin ein hochempfindliches Produkt elektronischer Baukunst. Und ich wäre sehr froh, wenn Sie nicht in meiner überaus sensiblen Hardware herumkramen würden. Hab bitte ein bisschen Vertrauen, ja? Ich bedauere sagen zu müssen, Sir, dass ich zwar nicht an Ihrer Fähigkeit, mich in Einzelteile zu zerlegen, zweifle. Wohl aber an der, mich wieder so zusammenzusetzen, dass ich zumindest halbwegs funktioniere.